Hi Leute, da sind wir wieder zu Factorio. Ja, in der letzten Folge haben wir das Stahlzeitalter eingeläutet und angefangen, unseren Stahl, den wir hier immer fleißig produziert haben, auch mal hier diese schöne Kiste auch mal zu nutzen. Deswegen habe ich hier diese Stahlleitung gezogen, die ich jetzt natürlich, jetzt habe ich noch so ein Ding gebaut, noch optimiert belegen muss, indem wir hier einen Teiler reinsetzen. Und mein letztes Fließband hernehmen. Ah ne, ich habe noch eins. Faszinierend. So. Ja, das kann ruhig so bleiben, ist mir wurscht. Ich brauche Fließbänder. Weil ich muss ja noch diesen ganzen Krempel nach da hinten kriegen. Das heißt, alles hier so außen rum. Fließbänder. Nehmen wir gleich mal 200 Stück mit. Können die mal wieder produzieren. Was haben wir hier noch? Haben auch schon 200. Wisst ihr was? Machen wir 400 draus. Gut. Hier unten, das soll die Eisenbahnschienenproduktion werden. Das können wir echt gleich mal hier so ein bisschen beschränken auf 400. Dazu muss ich aber das da irgendwie anschließen. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wie ich das mache. Soll hier schließlich auch erweiterbar bleiben. Ja, und da bohrt der Nachbar. Sehr schön. Schön am Sonntag bohren. Na egal. Ich hoffe, ihr hört es nicht in der Aufnahme. Wenn schon, doch, Pech. Ah ja, jetzt produziert ihr alles schön. Hier werden noch ein paar Ziegelsteine gemacht. Kann ich eigentlich Mauern produzieren? Automatisiert? Ich denke schon. Hey, das will ich jetzt ausprobieren. Was ist denn so eine Einheit hier? So, wo ist er denn? Hier unten? Setzen wir einfach da hin. Da hat er nämlich gleich Strom. Der da leider nicht. Wurscht. Ich hab doch sicher noch einen. Ja, hier, ich habe noch einen, der befeuert werden muss. Flupp. Und du sollst Mauern produzieren. Und dann brauche ich hier noch eine Holzkiste. Aber die machen wir jetzt. Scheiß drauf, die machen wir voll. Dann können wir das auch gleich nutzen. Ja, also, wenn schon, denn schon. Schadet ja nicht. Mauern brauchen wir eh. So. Zurück zum Thema. Wir müssen hier die Eisenstangen hinkriegen. Das heißt, auf die Erweiterbarkeit scheißen wir jetzt hier mal. Oh, halt. Stopp, 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 stopp. Ah. Mist. Mist, Mist, Mist. Wo war das nicht geplant? Ich wollte hier ja noch die Rohre hinbauen. Oh, scheiße. Kann ich das vielleicht einfach hier innen durchziehen? Hier werden ja nur Zahnräder befrachtet, dann machen wir doch glatt. Wo sind die leichtere hier? Tunnel. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Haben wir keinen mehr. Vielleicht sollte ich auch mal Tunnel produzieren. So. Ja, ich stehe mal zu weit weg. Gut. Ui. Schön. Signale. Was brauchen wir noch? Wir werden früher oder später noch den Tankwagen brauchen. Effekt. Tankwagen. Forschen. Hier, ich brauche noch einen Tunnel. Das kommt schon, ja, das kommt schon doppelt. Sehr schön. Geht sich gerade so aus. Perfekt. Naja. Das soll ja hier auch irgendwann mal optimiert, erweiterbar bleiben.
Baum dahin gemacht. Immer diese Bäume, ey. So. Also wieder Bäume im Weg. Ja, es wird doch, es wird doch. So. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Höhe. So, jetzt. Braucht das Ganze hier unten noch Strom. Möglichst effektiv. So. So. Ja, es werden Schienen produziert. So geht das. Wunderbar. Wunderbar. Der fördert schön die ganze Zeit raus. Weil da guckt er nicht so schnell hinterher, wie er fördern muss. Warum produzieren die nicht schneller? Die fördern rein. Greifarme sind zu langsam. Schnelle Greifarme, 1, 2, 3. Filternde Greifarme wird auch irgendwann lustig, dann werde ich einfach alles auf ein Band werfen und sagen, hey, nimm nur dieses eine Teil runter. Ja. So, so. Wieder rausbringen, Arm ist zu langsam. Hätte ich hier lieber zwei hinstellen sollen. Und das jetzt hier unten hin. Ja, du hast mir keinen Strom. Ist mir wurscht. Ist mir gerade die Hose. Auf 400 begrenzen. Sind die restlichen hier. Und Strom. Oh. Ja. Das war irgendwie falsch gedacht. Aber egal. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. So, hier, da wieder rein. Jetzt. Da brauchen wir uns schnell. Ding, 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 zack. Ja, schon viel besser. So muss das aussehen. Immer schön kontinuierlich werkeln. Ding, ting, ting. Ah, herrlich. Oh. Schränken. Wie viel Stahl braucht eigentlich so eine Schiene? Die braucht einen Stahlträger und dann kriege ich wie viel Schienen mal raus? Kann das mal immer mit dem Gleisplaner bauen. Die Gleisplaner kann kurze Strecken direkt mit linker Maustaste oder was? Lang Geiststrecken mit Shift plus linke Maustaste bauen. Aha. Okay, was auch immer. Das läuft schon mal. Was war das nächste Projekt? Motoreinheiten, genau, Motoreinheiten. Dafür brauchen wir Stahl, Eisenzahnräder und Rohre. Eisenzahnräder haben wir hier, Stahl haben wir da unten. Und Rohre muss ich noch produzieren. Dafür hatte ich hier, genau, da hatte ich hier die Dings schon. Das wollte ich nämlich hier machen. Dämlich. Wenn ich das Ganze weiter nach oben setzen würde, dann könnte ich oben Stangen und unten was macht die denn hier eigentlich Hübsches? Wie produziert man noch Munition? Man könnte unten nichts produzieren. Das hier möchte ich weiter lassen für Eisenzahnräder.
dass ich das nochmal erweitern kann. Baue ich das jetzt um oder baue ich das jetzt nicht um? In der Mitte. Ja, wisst ihr was, wir bauen das um. Das wird jetzt alles deconstructed. Das kann hier ruhig schon mal weiterlaufen. Ey, wo du bist. So. Das machen wir wieder zu. So, jetzt brauche ich quasi den einen hier, eins frei, noch eins rein, Fließband rein, Maschine, Teiler. In die andere Richtung, so, Teiler. Hier sollen wir Unterschrauben, nee, erstmal normale Rohre und hier will ich bitte die Eisenstangen produzieren. Brauche ich natürlich die Möglichkeit, die rauszufördern. Und hier auch. Aus. Und raus. Gut, dann. Wo ist denn der Tunnel hin? Hier. Brauchen wir hier einen Tunnel? Wo dann wieder die. Ach komm. Wo ich dann wieder die Dings anbinde. Die Eisenstangen. Wo ich jetzt aber schon wieder sehe, dass das ziemlich blöd ist, weil ich dann mir hier ins Gehege komme. Na gut, das müssen wir uns dann angucken, wenn es soweit ist. So, das bauen wir ab. Ach, jetzt habe ich natürlich den Teiler nicht wieder eingebaut. Ah. Muss natürlich auch wieder machen. Ja, aber jetzt sammeln wir erstmal das Fließband ein. Da bräuchte ich auch irgendwie so eine Maschine, die mir automatisch sinnlose Fließbänder, wo ich einfach nur markiere, zack, hier, bitte weg. Der das dann macht. Den bauen wir hier rein. Okay. Dann läuft das wieder. Hier oben bauen wir dann das gleiche. Brauche ich nochmal Tunnel. Tunnel. Eigentlich können wir das schon mal anschließen ans Stromnetz. Okay, da muss der nämlich dann oben rein. Tunnel. Geht natürlich jetzt nicht über die gesamte Länge. Da müssen wir einen langen Tunnel bauen. Mir aus. Nee, halt. Funktioniert das jetzt? Ja, einer oben, einer unten. Ja, passt schon.
Brauche ich ja jetzt für die Motoreinheiten? Das habe ich schon wieder vergessen. Stahl, Eisen und Rohr. Okay. Wollten wir das jetzt hinbauen? Da unten habe ich den Stahl. Da habe ich Eisen. Das Eisen würde ich mir jetzt einfach per. Das würde ich mir per Teiler holen, aber. Verteile ich das? Müsste ich dann hier nochmal teilen? Teiler. Teiler. Tunnel haben wir. Da ist der Teiler. Funktioniert so aber nicht. Okay, ich muss das alles um eins nach hinten setzen. Ihr merkt schon, es ist wie immer das übliche Problem. So, jetzt. Stangen laufen schon mal voll, Rohre laufen auch voll. Ist doch schon mal ganz hübsch. Wollte ich es immer auf die andere Seite von dem Stahlding, glaube ich, hier irgendwie. Habe ich mich jetzt dann. Die wollen es einfach dahinter. Das muss ich vielleicht mal irgendwann ausbauen. Rote Einheiten aber vielleicht auch. Aber Maschinen produzieren sich sehr, sehr schnell. Von daher wollen wir hier mal so ein bisschen Platz hier hin. Wir sollen hier rein. Ich möchte hier Motoreinheiten produzieren. Motoreinheiten. Da brauche ich mindestens einen lang, der raus soll. Sind jetzt die lang? Und die anderen beiden. Materialien führe ich wieder auf ein Fließband zusammen, das dann von oben kommt. Wir noch ein paar Tunnel brauchen. Gut. Das waren die Zahnräder. Schon wieder keine Fließbänder mehr. Yay. Die verbrauchen sich auch so schnell, die Dinger. Eigentlich das hier. Hier muss ein Tunnel hin. Den wir anschließen. So. Dann. Würde ich einfach sagen, wir legen das mal da parallel vorbei. Nein. Brauchen wir einen Weg. Der auch. Der auch. Mag das nicht, wenn wir Bäume im Weg sind. So, wo bin ich denn? Noch ein Baum. Das ist echt nervig hier, diese Bäume, dass man so viel Wald abholzen muss und man eigentlich mit dem ganzen Holz nicht wirklich was machen kann momentan. So. Hier rüber. Hier rüber. Nee, nee, nee. Jetzt habe ich es an der falschen Stelle zusammengeführt.
Ja, das passt schon. Die werden schon weggehen. Und hinführen. So. Und jetzt müssen wir die Motoreinheiten hier nur wieder rauskriegen. Wir sind einfach wieder auf der anderen Seite. Wo hier ein Greifarm hin? Wir auf die Richtung, machen hier eine Kiste dazu, natürlich eine gute Kiste. Begrenzen das mal auf ein Feld. Und dann schließen wir den ganzen Spaß hier mal an. Und dann geht da die Produktion auch gleich los. Dauert natürlich ewig. Aber wir können Motoreinheiten produzieren. So, was läuft hier oben so? Das ist ganz schön langsam. Der Greifarm. Aber es kommen langsam aber sicher die gewünschten Mauern. Gut, was sagt eigentlich der Strom? Strom sagt, wir haben noch. Ja. Motoreinheiten. Wir produzieren jetzt schon 3 Motoreinheiten. Yay. Echt lange. Da brauche ich keinen einzigen schnellen Greifer, da brauche ich zigtausende von diesen. Kann ich gleich noch. Das kann ich gleich ausbauen, ey. Das wird so ja nie fertig. Das kann ich ja total knicken. So. Raus. Rein, 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 verlängern, verlängern, verlängern. Was sollst du bauen? Motoreinheiten. So, das ist natürlich super, das passt natürlich wieder nicht. Ist hier ein Strom? Ja. Und hier oben auch. Okay. Produzieren wir gleich in 2. Sonst wird das ja nie irgendwie voll hier. Damit haben wir auch unseren Stahl hier wieder gut genutzt. Ja, es sieht hier ein bisschen chaotisch aus. Das werde ich alles sicher nochmal irgendwann optimieren müssen. Aber das hier finde ich ganz hübsch, die Bahn. Die hier auch, aber dass ich ja so viel Zahnräder produziere, ist naja gut, passiert. Produziere auch nur aus einem Ding, ist aber in Ordnung. Und es läuft schon irgendwann voll. Hier kommt schon fast ein bisschen wenig Eisen an, an der Stelle hier. Und die sind am Dauerarbeiten. Aber trotzdem ist es relativ wenig, was da durchkommt. Unten, ich meine, genauso wie hier. Hier ist auch für die Stahldinger kommt zu wenig an eigentlich. Ist krass, wie groß man das eigentlich dimensionieren muss alles. Natürlich auch mal hier so eine eigene Stahlproduktion, also wirklich nur sagt, zack, zack in den Ofen. Ja, ich werde das Eis durch Hochöfen ersetzen. Jetzt dann. Und müssen wir mal schauen. Ob das da, wenn ich Hochöfen habe, immer noch so lahm ist oder ob es dann schneller wird. So. Ein Auto bräuchte ich auch mal. Kohle kann ich hier auch noch ziemlich viel fördern, wenn ich will. Und das ist ja noch fast nicht hier. Ist noch nicht mal belegt richtig. Und die hier eigentlich. Irgendwelche Überbleibsel. Hier unten, das ist auch noch nicht mal doppelt belegt. Fließband. Wow. Ach, deswegen. Ja gut, das kann ich nicht doppelt belegen. Weil ich Scheiße gebaut habe. Kupfer brauche ich gar nicht so viel. Das ist Kupferplatten ohne Ende übrig. Die Öfen arbeiten fast nicht. Aber das kommt dann noch, dass ich hier noch mehr Elektroteile brauche. Oh ja.
ist auf jeden Fall alles schon sehr hübsch und ich verabschiede mich aus dieser Folge und freue mich schon auf die nächste Folge. Mal gucken, was wir dann treiben. Wir haben jetzt Motoreinheiten, können dann demnächst den ersten Zug bauen, wenn wir das dort wollen. Und ja, die ersten Gleise produzieren wir auch schon, ist doch alles super. Ja, also dann, ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, Leute!